Die drei regelmäßigen Sechsecke in der Abbildung unten haben den gleichen Flächeninhalt. Die Flächen der schattierten Teile in jeder der Abbildungen werden mit A, B und C bezeichnet. Welche der folgenden Aussagen ist richtig? Wenn wir diese sechs rote Strecken zeichnen, so erkennen wir, dass dieses rote Dreieck sich dreimal in der schattierten Fläche befindet, aber sechsmal im Sechseck. Demzufolge ist der Flächeninhalt von der schattierten Fläche genau die Hälfte vom Flächeninhalt des Sechsecks. Dieses rote Dreieck passt genau dreimal in der schattierten Fläche und sechsmal im Sechseck. Also ist der Flächeninhalt der schattierten Fläche genau die Hälfte vom Flächeninhalt des Sechsecks. Dieses rote Dreieck befindet sich dreimal in der schattierten Fläche und sechsmal im Sechseck. Also auch hier ist der Flächeninhalt der schattierten Fläche genau die Hälfte vom Flächeninhalt des Sechsecks. Und demzufolge ist Antwort E die richtige.